in die spanische Metropole Barcelona, eine der modernsten und angesagtesten Städte der Welt. Grip-Testfahrerin Cindy Alemann ist heute mit dem neuen Smart 4-2 unterwegs und will in den engen Gassen Barcelonas herausfinden, ob der Kleine das Zeug zum großen Stadtflitzer hat. Erster Check, die Beschleunigung des Topmodells mit 3-Zylinder-Turbo und 90 PS. So, jetzt ich bin bei einer Ampel und schauen wir, wie gut ist mein Start im Vergleich zu den anderen. Mit meinem 0,9-Liter-Motor, das geht vorwärts, ich habe alle überholt. Die Motorisierung von der Smart ist wirklich gut in der Stadt. 90 PS, 900 Kilo, passt super. Fährt sich super gut. Fahrwerk ist auch super gut abgestimmt für so, es gibt so kleine Bodenwelle und so. Du merkst dich gar nichts. Obwohl wir haben hier drin die Sportfahrwerk, das passt sehr, sehr gut. Der Daimler-Zwerg teilt sich übrigens Antrieb und Fahrwerk mit dem Renault Twingo. Keine schlechte Sache, denn die Franzosen haben große Erfahrung in diesem Fahrzeugsegment. Cindy widmet sich der Wendigkeit. Kann der Smart überzeugen? Obwohl hier das Auto 10 cm breiter ist, ist der Wendekreis immer gleich. Das bedeutet, innerhalb 7 Meter können wir wenden. Und jetzt werde ich das beweisen. Super hing hier. Ihr seht, kleine Gasse, fertig. Zack, wende ich. Also der Wendekreis ist absolut der Hammer. Also so etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, jeder kennt Barcelona. Ich musste einen Wendekreis machen und ich war schon bereit, rückwärts Rückgang zu machen. Und ich könnte einfach wenden. Und dieser 7 Meter Kreis, also zum Wenden, ist doch möglich. Und das ist am Anfang voll beeindruckend. Du denkst, du kannst das nicht, du schaffst einfach nicht mit dem Auto. Und das geht. Und weitergefahren. Unglaublich. Auch wenn der neue 4-2 breiter ist, die Länge ist mit 2,69 Meter gleich geblieben. Genauso wie der Preis. Knapp 11.000 Euro sind für den Basisbenziner mit 71 PS fällig. Wer es schicker will, hat die Wahl aus 4 bunten Ausstattungspaketen. Das kostet aber bis zu 3.400 Euro Aufpreis. Genauso wie das Touchscreen-Navi und der Drehzahlmesser. Flott und schick ist er also, der neue Smart. Kommen wir nun zur Paradedisziplin, dem Parken. Cindys Rangierkünste sind gefragt. Wir sparen uns weitere Kommentare. Sehen Sie selbst. Wenn du ein Smart hättest, hättest du da kein Problem. Parking, ja? So, und hier haben wir hier eine kleine Parklücke für mich. Und hier werde ich zeigen, wie ich gut parke. Dann zeig mal, was du drauf hast, liebe Cindy. Oh mein Gott. Auch die ansässige Bevölkerung ist durchaus angetan von Cindys Parkkünsten. Mit seinen kompakten Maßen und der optionalen Einparkhilfe ist eigentlich kein Parkplatz zu klein für dieses Auto. Außer Frau Alemann sitzt am Steuer. Ich denke, ich bin ein bisschen schräg, aber ich bin drin. Voilà! Ich bin nicht so ein Stadtmensch, lieber in die Landstraße oder Autobahn. Ich wohne auch nicht in der Stadt. Bei Grip, die fragen mich immer wieder zum Parken. Keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, ich war stolz auf mich. Ich habe das Auto in so eine kleine Lücke parkiert. Unglaublich. Das ist so einfach, weil du drehst dich, schaust dich hinten und siehst du die Scheibe und kannst du wirklich messen, wie viel Abstand du hast mit dem hinteren Auto. Deswegen ist eigentlich super praktisch, das Auto zu parken. Als nächstes checkt Cindy den Kofferraum. Das Heckfenster lässt sich separat öffnen und der Stauraum ist mit 350 Litern ziemlich üppig. Cindy macht den Praxistest. Passen die 14 Wasserträger wirklich rein? So. Oh, die sind aber schwer, ne? Was viele nicht wissen, der Smart 4-2 hat einen größeren Kofferraum als Mini und Co. Sogar ein VW Golf hat gerade mal 40 Liter mehr Stauvolumen. Ja. Tadam, so viel Wasser passt da drin. Ja, 126 Liter. Das reicht doch für die nächste Woche. Und ich kann sogar noch eine große Tasche mitnehmen, weil eigentlich der Sitz kann ich nur umklappen. Tadam, ich war wirklich voll überrascht von der Ladekapazität. Ich denke, niemand denkt, dass man hat so viel Platz in dem Auto.
Praktisch, aber für jeden zugänglich. Selbst wenn Cindys Testwagen abgeschlossen ist, lässt sich immer noch die Frontverkleidung öffnen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Batterie braucht oder Kühlflüssigkeit oder Fischwasser, das ist bei Smart alles umsonst. Vorne ist kein Motor, natürlich, bin ich nicht so blöd. Was ist da vorne? Und sehe diese Knöpfe da zum Ziehen. Und dann kann ich mich einfach da bedienen, wenn ich will. Und wir sind in Barcelona, ey. Da muss ich sagen, das gefällt mir. Tatort des nächsten Tests ist ein Industriegebiet außerhalb von Barcelona. Und bei diesem Anblick gerät Cindy sofort ins Schwärmen. Nein, wow. Eine Rennstrecke. Ganz genau, denn jetzt muss der Kleine beweisen, wie viel Sport in ihm steckt. Das Cartodrom Catalunya ist eine anspruchsvolle Miniaturrennstrecke, gespickt mit vielen engen Kurven. Ganz ehrlich, der alte Smart war wirklich bei dem Handling eine große Katastrophe. Schauen wir diese neue Smart, was kann auf die Rennstrecke machen. Die Elektronik hat bisher alle Smart-Generationen vehement eingebremst, wenn sie sportlich bewegt wurden. Das soll jetzt laut Daimler alles ganz anders sein. Also man merkt schon, dass das Auto 10 cm breiter geworden ist. Es ist einfach stabiler. Das Auto fühlt sich sicher an. Ich habe auch ziemlich viel Platz im Auto, aber auch außen, also Fahrverhalten von dem Auto. Das Auto ist ziemlich ruhig. Nächstes Testkriterium ist die Lenkung. Und ich bekomme vor allem ein super Feedback. Also ich weiß ganz genau, was mein Auto macht. Ziemlich viel Untersteuer natürlich. Sonst schalten, ich finde es gut. Ein bisschen zu lang, könnte noch etwas kürzer sein, aber ziemlich präzise trotzdem. Aber zum Glück hatten wir keine alte Getriebe, also diese sequentielle Getriebe. Handschaltgetriebe viel besser, besonders auf die Rennstrecke, weil da kann ich 100% Kontrolle haben von dem Auto. Mit Heckantrieb, 900 Kilo Gewicht und 90 Turbo PS sollte man doch mit dem Smart auch ordentlich driften können, oder Cindy? Okay, ich habe mit Handbremsen ein bisschen geholfen, weil ich einfach zu viel Untersteuern habe. Handbremsen gezogen, Heck übersteuert, aber dann hat sofort die ESP reguliert und mein Auto ist wieder gerade gekommen und das geht gar nicht, das ist langweilig. Ja, das Problem ist mit ESP, also du kannst da gar nicht ausschalten. Sobald das Auto quer steht in die Kurve, will das Auto wieder gerade kommen, durch die ESP. Und das Auto nimmt einfach Leistung weg. Und das ist einfach ärgerlich. Du gibst alles, drückst drauf und passiert nichts. Eigentlich solltest du da ausschalten und weniger Gas geben, um das Auto wieder gerade zu bekommen. Doch ohne ESP wäre der Smart wegen des Heckantriebs und des sehr kurzen Radstands im Grenzbereich nur extrem schwer kontrollierbar. Dennoch. Hoppala, Handbremsen, perfekt, schöne Linie gemacht. Also ich denke, ich brauche nichts zu verraten hier. Ich habe meinen Spaß. Auf jeden Fall kann ich schön auf die Kurve fahren. Und vor allem, ich finde das Auto, und das ist eigentlich auf die Straße ganz wichtig, es ist sehr, sehr stabil auf die Bremsen. Ich bremse voll drauf. Schau jetzt. Und das Auto hält wirklich voll und bleibt stabil. Ich denke, ich brauche gar nicht zu reden. Ich hatte ein Smile auf mein Gesicht. Ich hatte meinen Spaß auf die Rennstrecke. Das Auto ist schon sportlich. Natürlich mit die ESP. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, weil es hat mich schon gestört. Aber trotzdem, das Auto ist sehr, sehr sportlich. Grip-Test bestanden. Und die wichtigste Erkenntnis, der neue Smart 4.2 ist nicht nur wendig, er kann auch richtig Spaß machen.